Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Lange Zeit kein Abi-Video mehr. Ich habe Fragen von Instagram gesammelt und wollte das Thema mal wieder in ein Video packen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich habe Abi vor ein paar Jahren gemacht und studiere jetzt Jura. Meine Lernmethoden wende ich natürlich auch im Studium an, beziehungsweise sie sind jetzt auch noch besser und ausgereifter als zu Abiturzeiten. Das heißt, wenn ihr euch für das Ganze interessiert, studieren, lernen, alleine wohnen, ausziehen, das alles, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ich habe auch eine Abitur-Playlist auf YouTube, weil ich habe schon während des Abiturs Videos gedreht, also könnt ihr da auch vorbeischauen. Abiball, mündliche Prüfung, alles ist so dabei. In diesem Video möchte ich so ein bisschen einen Rundumblick geben. Abischnitt, Lernmethoden, Lernroutine, ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall machen würde, ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall nicht mehr machen würde. Und dieses Video ist natürlich auch geeignet für alle, die einen anderen Abschluss machen, also jetzt nicht nur Abitur. Ich nehme es vorweg für diejenigen, die nur deswegen auf dieses Video geklickt haben. Ich hatte einen Abiturschnitt von 1,7. Ich hatte über die 2 Jahre Abitur, die normalen Zeugnisse, hatte ich einen Schnitt von immer so 1,4, 1,5. Und dann die letzten 5 Prüfungen haben mich ein bisschen runtergezogen auf 1,7. Hier könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, mein ausführliches Video zu meinem Zeugnis sehen. Da habe ich euch alle Noten gezeigt, alle Fächer, die ich so hatte. Wenn euch mein Zeugnis im Ganzen interessiert, könnt ihr euch das gerne noch angucken. Welche LKs hatte ich? Ich habe Niedersachsen-Abitur gemacht, also hatte ich 3 Leistungskurse. 3 Leistungskurse, also 3-mal 6-stündige schriftliche Prüfungen. Das war Physik, Mathematik und Englisch. Also ich fand es ziemlich schwierig, gerade Physik und Mathe war sehr, sehr schwer. Dann hatte ich ein schriftliches Grundkurs, 4-stündig. Das war Werte und Normen. Das war so Ethik, Rechtsphilosophie, Staatentheorien und alles. Und mündlich hatte ich dann Biologie. Das heißt, mein Zweig, ihr seht das, ist naturwissenschaftlich gewesen. Und genau, Englisch und Wert und Norm habe ich dann da noch so reingebracht. Viele fragen immer, wie sollte man die LKs wählen? Ich verfolge auf jeden Fall die Meinung, dass man das nach Interesse machen sollte und nicht nach dem, was alle sagen, was möglichst einfach ist, weil man muss sich ja 2 Jahre intensiv damit beschäftigen und da ist es besser, man interessiert sich auch wirklich dafür, als wenn man kein wirkliches Interesse dafür hat, aber gehört hat, dass es leichter ist. Ich denke, am Ende kommt es auf dasselbe hinaus. Selbst wenn das Fach jetzt leichter sein sollte, habt ihr weniger Interesse dafür und bringt auch weniger ein. Und dann kommt es am Ende auf dasselbe, wie wenn es ein Fach ist, was euch interessiert, wo ihr dann automatisch mehr reinbringt, obwohl es vielleicht schwieriger ist. Also ich hatte halt super Angst, so ein bisschen vor Physik. Da waren, ja, wir waren 14 Leute und es war ein sehr, also vom Niveau war der Kurs sehr, sehr, sehr hoch. Auch von den Schülern, die dort drin saßen zum Beispiel, waren unsere 1.0er Abiturienten, die saßen alle in dem Kurs und so. Also das Niveau war sehr hoch, aber ihr habt ja gesehen, man kommt trotzdem irgendwie durch. Also ich bin auf jeden Fall durchgekommen mit immer so 13 Punkten. Also ich bin auch noch einer der glücklichen Jahrgänge, die Abiball hatten, Mottowoche hatten, ohne Probleme, Abifahrt hatten. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sehr mir das leid tut, dass das viele jetzt nicht mehr haben. Ich hoffe, dass es bald irgendwann gehen wird. Ich schätze dieses Jahr nicht, aber vielleicht nächstes Jahr oder das Jahr danach. Okay, kommen wir zu Lerntipps. Und da habe ich viele Tipps, die ich auch selber nicht so intensiv angewandt habe, die ich aber im Nachhinein wirklich lieber intensiver angewandt hätte, weil sie jetzt halt sehr, sehr gut funktionieren. Viele fragen halt immer nach Lerntipps, Lernmethoden, Lernroutine, beziehungsweise auch wie, also diese große Frage, wie behalte ich diesen riesigen Stoff über eine längere Zeit in meinem Kopf, weil das ist zum ersten Mal, dass man eine Prüfung hat, wo der Stoff 2 Jahre umfasst. Oder sogar 3, weiß ich gar nicht, wie das jetzt mit den 13er Jahrgängen ist. Was ihr dabei natürlich nicht vergessen dürft, ist die Vergessenskurve. Und das ist eigentlich die Basic-Antwort auf alles, wenn es darum geht, wie man über längere Zeit viel Stoff im Kopf behält. Man muss einfach wissen, dass man nach einer gewissen Zeit automatisch Sachen vergisst. Und das ist völlig normal. Wenn man die Sachen aber wiederholt, dann wirkt man dem entgegen. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich in 2 Jahren schreibe ich, voraussichtlich 2, 3 Jahre, schreibe ich mein Staatsexamen. Und in meinem Staatsexamen habe ich Stoff von 5 Jahren. Also 5
Jahre, die ich da einbringen muss. Und das ist eine immense Zeit und das ist auch immens viel Stoff. Also ich habe momentan das Gefühl, dass ich jedes Semester Abitur schreibe von der Stoffmenge her. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr einbaut, wie ihr wiederholt. Da könnt ihr euch mal die Active Recall Methode angucken. Also einfach mal googeln. Da findet ihr auf jeden Fall bestimmt einen Artikel, wie ihr in 3, 4 Schritten das dem vorbeugen könnt und wie diese Methode funktioniert, damit ihr immer aktiv wiederholt und euer Gehirn aktiviert. So, jetzt wollte ich über eine Sache sprechen, auf die ich zu wenig Wert gelegt habe und die jetzt umso wichtiger ist und die gilt auch nicht nur fürs Lernen, fürs Abitur, sondern die gilt für alles, worin du vorankommen willst. Sei es irgendwelche alltäglichen To-Dos oder irgendwas, ganz egal. Und das ist halt einfach der Flow. Also ich habe ja den Made for More Club mit meiner Mama und da hat sie auch viele Workshops über den Flow. Und das ist eine ganz interessante Sache. Und zwar kommen wir am schnellsten voran und schaffen am meisten, wenn wir im Flow sind. Was ist also der Flow? Der Flow ist quasi, das müsst ihr euch vorstellen, das kennt ihr bestimmt, das kennt jeder. Wenn ihr in irgendeiner Aufgabe, in irgendwas so vertieft drin seid, dass ihr nicht merkt, wie die Zeit vergeht und dass ihr merkt, wie ihr ein krasses Konzentrationslevel habt. Und wenn ihr dann damit fertig seid, dann seid ihr so, huh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und diesen Flow hat man meistens halt bei Sachen, die einem so richtig Spaß machen. Also wo man so richtig tief reingeht. Ich hatte das auch oft bei Physik oder Mathe oder so, wenn ich wirklich so richtig drin war und mich mal so richtig drauf eingelassen habe, dass ich halt kaum mehr was mitbekommen habe von außen und ich wusste, mein Gehirn funktioniert jetzt wirklich in diesem Themenbereich auf Hochtouren. Und diesen Flow wollt ihr beim Lernen fürs Abi ja haben. Wie kommt man jetzt also in diesen Flow? Und da ist es am besten, wenn ihr so viele ablenkungsfreie Zeiträume wie möglich schafft. Das heißt, ihr baut in euren Alltag, in eure Routine Zeiträume ein, wo ihr 0 Ablenkung habt. Da könnt ihr ja auch meinetwegen euren Eltern sagen, hey Leute, ich bin jetzt mal für 3 Stunden in meinem Zimmer, bitte stört mich nicht. Und dann würde ich, also mein Go-To immer ist mein Handy ins Auto zu packen. Das ist immer so die Grenze zu sich wirklich anziehen, vor die Tür gehen, Schlüssel mitnehmen und zum Auto zu gehen. Die Überwindung dahin ist auf jeden Fall viel, viel größer, als wenn man das Handy jetzt nur in einen anderen Raum packt zum Beispiel. Und dann kommt ihr schneller in den Flow. Was für den Flow essentiell wichtig ist, dass ihr Pausen macht. Und viele fragen mich auch, wie kann ich regelmäßiger lernen? Wie kann ich länger am Stück lernen? Ja, die Antwort auf alles ist immer, dass ihr genug Pausen macht. Und das klingt vielleicht paradox, aber jemand, der 3 Stunden am Stück gearbeitet hat und alle 50 bis 60 Minuten eine Pause gemacht hat von 5 bis 10 Minuten, war immer noch produktiver als jemand, der 3 Stunden durchgearbeitet hat. Weil die Konzentration lässt einfach nach und das ist halt komplett menschlich und das passiert und dagegen können wir nichts tun. Denn ihr pusht euch mit irgendwelchen anderen Mitteln, was wir idealerweise nicht wollen. Und deswegen solltet ihr Pausen einbauen. Und in diesen Pausen, weil ihr habt ja euer Handy nicht, schnappt ihr frische Luft, bewegt euch ein bisschen. Keine Ahnung, ich koche auch immer gerne was oder räume irgendwas auf. Einfach damit man diese Bewegung hat, damit das Blut wieder gut fließt und man auch seinen Rücken nicht kaputt macht von dauerhaftem Sitzen. Und das ist der entscheidende Faktor für längere Konzentration am Stück. Vergesst mal alle anderen, die euch sagen, oh ja, ich habe 12 Stunden gelernt und das hat voll gut funktioniert. Ja, macht es einfach nicht so, sondern macht es nach eurem eigenen Gefühl und denkt an genug Pausen. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, um schneller in den Flow zu kommen, ist, dass ihr weniger Eingewöhnungszeiten habt. Ich spreche darüber auch so in meinen Jura-Videos, in meinen normalen Lernalltag-Videos, dass für jede Tätigkeit braucht ihr einen gewissen Zeitabschnitt, um in das Thema reinzukommen. Und wenn ihr euch jetzt einen Lerntag so geplant habt, von wegen, ihr macht morgens, also wie es bei mir zum Beispiel wäre, ihr macht morgens Physik, Mittag macht ihr Englisch und abends macht ihr Biologie. Das ist halt total kontraproduktiv, wenn es um Zeitmanagement geht, weil ihr für jedes Thema eine Eingewöhnungszeit braucht, bis ich richtig in jedem Thema in Physik drin bin und mich mit den Problemen beschäftigen kann und so. Dauert es wirklich mindestens bestimmt 20 Minuten, eine halbe Stunde, wenn nicht sogar länger. Und wenn ihr das auf jedes Thema anrechnet, dann habt ihr alleine 2 Stunden am Tag damit verschwendet, in ein Thema reinzukommen. Deswegen würde ich es halt immer so machen, dass ich meine Zeit so einplane oder wie ich es halt früher halt mehr hätte machen sollen, ist, dass ich weniger Eingewöhnungszeiten habe. Das bedeutet, dass ich einen Tag Physik mache,
einen Tag Mathe mache, einen Tag Biologie mache. Dann habe ich morgens die Eingewöhnungszeit, die Pausen bringen mich ja nicht raus, und wenn ich halt kein Handy habe. Und ich habe am nächsten Tag wieder die Eingewöhnungszeit, aber nicht 3, 4 Eingewöhnungszeiten pro Tag. Man unterschätzt, wie viel Zeit da verloren geht bei sowas. Die große Frage, wann soll man anfangen zu lernen, das kriege ich auch so häufig gefragt, das kann man so nicht pauschal beantworten, weil jedes Bundesland andere Termine hat, jedes Bundesland das anders macht, pro Fach auch nochmal ein Unterschied ist. Also bei uns war es so, dass Geschichte direkt 2 Tage nach dem letzten Schultag war und meine Physikprüfung einen Monat später oder so. Das ist einfach total unterschiedlich. Manche haben wirklich schulfrei noch einen Monat Zeit bis zur ersten Prüfung, manche haben direkt nach der Schule quasi diese Prüfung, ohne dass sie dazwischen groß Freiraum haben. Was ich einfach mal machen würde, ist bei dem Zeitpunkt, wenn du halt 2, 3 Monate vorm Abi oder so bist, dass du dir eine Übersicht erstellst mit dem ganzen Stoff, der drankommen kann und den du zu lernen hast. Und wenn dir das schwerfällt, dann ist es ja auch kein Problem, einfach mal den Lehrer zu fragen, was er denkt oder ob er dir einmal so einen Überblick geben kann, was eigentlich alles für Themen drankam oder drankommen können. Natürlich gibt es auch Kerncurricula, das ist aber auch nicht in jedem Bundesland so. Die haben mir zum Beispiel auch sehr geholfen, wenn es halt so eine bundesländerübergreifende Abiturprüfung gibt, dass man dann halt im Internet finden kann, wie die offiziellen Themen dann sind, dann kann man sich das ausdrucken. Und dann kannst du ja einfach mal, nur um diesen Überblick zu bekommen und ein Gefühl dafür, wann man anfangen soll zu lernen, einfach mal die Tage bis zur Prüfung nehmen, natürlich mit Wochenenden, mit Pausen, mit freien Tagen, mit Geburtstagen, mit allem, allem rausgerechnet, und dann gucken, wie viele Themen müsste ich am heutigen Stand täglich wiederholen oder lernen, damit ich bis zur Prüfung alles durch habe. Und da könnt ihr dann einfach gucken, was ist realistisch, wann habe ich freie Tage, wann schaffe ich dann mehr, und dann könnt ihr euch ungefähr überlegen, wann ihr anfangt zu lernen. 1000 Nachrichten zu Leistungsdruck. Wie bin ich damit umgegangen? Wie war der Druck allgemein? Und bei mir war der wirklich sehr, sehr, sehr hoch, aber auch einfach nur, weil ich eine falsche Kombination von Gedanken in meinem Kopf hatte. Also ich habe so viele Dinge gedacht, die eigentlich gar nicht wahr sind. Aber wenn man so in diesem Stress drin ist, wenn man in diesem ganzen Druckgebilde drin ist, dann kommt man gar nicht auf die Idee, diese Gedanken mal realistisch zu überprüfen und zu gucken, ob es überhaupt nötig ist, dass man jetzt Druck hat. Ich dachte mir damals so, und völlig grundlos dachte ich so, 1,5 Abitur, das ist mein Ziel, und wenn ich das nicht schaffe, bin ich schlechter, keine Ahnung. Und dann habe ich mir den ganzen Sonnendruck gemacht und war so traurig, weil ich das nicht geschafft habe. Und dann hätte ich mal ein bisschen genauer darüber nachgedacht, was ich nach dem Abitur machen möchte, dann hätte ich zu mir sagen können, jo, 1,7 oder 1,5 ist völlig egal, weil das, was du nach dem Abitur machen willst, dafür brauchst du nicht so einen hohen NC. Und ich wusste ganz sicher, ich möchte weder Psychologie studieren an einer staatlichen Uni oder ich möchte Medizin an einer staatlichen Uni studieren. Weder diese beiden Dinge. Und dann gibt es ja noch so ein paar Studiengänge, die dann so 1,3 oder haben wie, keine Ahnung, Lehr- und Mathematik oder was weiß ich. Aber Lehrer will ich auch nicht werden. Und dementsprechend saß ich da mit einem enormen Druck, ohne dass es begründet war. Und da gibt es einfach 2 Fragen, wenn ihr in diesem Druck drin steckt, in diesem blöden, blöden Gefühl, dass ihr immer mehr und es soll immer höher hinaus, weil, dann kommt auch meistens immer nicht mehr so viel hinter dem weil das Gefühl reicht, dann stellt euch einfach mal 2 Fragen. Also 2 Fragen sind so das Wichtigste. Und zwar, erstens, wenn ihr zum Beispiel Druck habt in einer bestimmten Situation, weil ihr denkt, ich muss jetzt wirklich 12 Stunden täglich lernen, dann ist die erste Frage, was ist die Konsequenz, wenn ich das nicht mache? Was ist zum Beispiel die Konsequenz daraus, wenn ich jetzt nicht 12 Stunden täglich lerne, sondern vielleicht 8 oder so? Und dann überlegt man sich, okay, die Konsequenz daraus wäre, im Worst Case ist es so, dass meine Note schlechter ist. Okay, was ist denn, wenn die Note schlechter ist? Ja, dann wird mein Abitur insgesamt schlechter. Okay, und wenn dein Abitur insgesamt schlechter ist, was passiert dann? Ja, dann kann ich mich nicht bewerben für Medizin. Okay, und dann musst du dir mal überlegen, willst du dich denn überhaupt für Medizin bewerben? Also manchmal sind das so verquere Konsequenzgedanken, wo man nicht weiterdenkt. Also was passiert denn, wenn ich 1,7 statt 1,5 habe? Und
Im Worst Case ist es so, dass ich mich nicht für Sachen bewerben kann, die ich eh nicht wollte. Und im besten Fall ist es so, dass ich ein bisschen mehr gelebt habe und eine gute Work-Life-Balance hatte, mein Abitur genossen habe, die freiste Zeit, die man in seinem Leben je haben wird. Und das ist so das Beste, was passieren kann. Und die zweite Frage, die ich mir dann halt immer stelle, ist, aus der Vogelperspektive gesehen, was für eine Auswirkung hat diese Konsequenz auf mein Leben? Wenn mein Abitur jetzt wirklich schlechter ist, weil ich weniger lerne, wie wichtig ist das denn für mein Leben? Und dann hebt ihr mal ab, betrachtet die Erde, betrachtet eure ganze Schule von oben und dich mitten da drin und dann schaust du mal in 10 Jahren, wird mir das da nicht eigentlich egal sein, ob ich 1,7 oder 1,5 hatte oder ob ich 3,0 oder 2,7 oder was weiß ich hatte, ist das nicht eigentlich völlig egal aufs Leben gesehen? Und wenn ihr sagt, nein, das ist nicht egal, weil ich dann eventuell nicht Medizin studieren kann, dann überlegt mal, stimmt das? Kann ich dann nicht Medizin studieren? Kann ich mit 1,3 nicht Medizin studieren? Doch, kann man. Man macht den Test, man lernt ein bisschen, es dauert vielleicht ein Jahr länger. Und dann guckt ihr wieder, oh mein Gott, es dauert dann ein Jahr länger. Das ist die schlimme Konsequenz, wenn ich 1,3 statt 1,0 habe. Und dann überlegt ihr euch, ein Jahr gesehen aus einer Perspektive von in 10 Jahren, in 20 Jahren. Was ist dieses eine Jahr schon gesehen auf mein Leben? Versteht ihr, was ich meine? So könnt ihr das einfach überprüfen. Und das ist genau der Schlüssel dazu, wie ihr diesen blöden Druck lösen könnt. Und wenn ihr keinen Druck mehr habt, dann sage ich euch, lernt ihr auch viel besser und erzielt auch bessere Ergebnisse, weil ihr nicht in diesem schrecklichen Gefühl drin seid. Okay, da war ich jetzt auch ziemlich im Flow, im Redeflow. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch irgendwas bringen. Und ich wünsche euch einen erfolgreichen Abschluss, erfolgreiche Prüfungen, wo auch immer es euch dann hinführt. Und ich wünsche euch, dass ihr das Ganze so entspannt angeht, dass ihr das Leben noch genießen könnt. Weil, glaubt mir, die Konsequenz aus jeden Tag 12 Stunden Lernen ist, dass ihr in 10 Jahren euch ärgert, dass ihr die Zeit nicht genossen habt. Einen wunderschönen Tag, morgen, whatever. Ich freue mich über ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!